Mahlzeit, Leute! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir schmeißen jetzt mal schnell den Motor hier rein. Das Ganze aber nur zur Probe. Einfach, weil ich wissen möchte, ob das alles so passt, wie ich mir das denke. Dieses Motorlager ist ca. 2 cm gekürzt. Das Getriebelager ist ca. 1,5 cm kürzer. Der Fischerkrümmer. Der Fächerkrümmer hängt hier schon. Schön hier überall Lappen dran gemacht, damit nicht alles zerkratzt wird. Im Prinzip kommt der Motor jetzt rein. Wird an den drei Punkten verschraubt. Der Fächerkrümmer kommt dran und dann muss ich schauen, wo der Fächerkrümmer hier sitzt, um zu gucken, ob da genug Abstand ist, also genug Abstand zur Servolenkung. Das ist jetzt der Plan. Wenn der Fächerkrümmer nicht passt, muss das Ganze natürlich wieder raus, dann muss ich den Fächerkrümmer anpassen, dann muss es wieder rein. Ja, das so lange, bis es passt. Also, geht los, Leute. Und gucken, dass wir nicht gegen die Karosse klatschen. Zurück. Ah, Finger. Ah, weiter. Gucken, dass du drüben nicht gegen die Karosse knallst bei dir. Weiter zu dir. Dann jetzt. Ja, ich hab Platz. Warte. Wir sind wieder zu dir. Bei dir müsste noch Luft sein. Ja, ich hab genug. Der Motor viel zu weit drüben ist. So, jetzt steht er erstmal. Jetzt erstmal die Schrauben ab. Schrauben! Du musst hier vorne noch ein bisschen mit der Hand halten. Es könnte halt sein, dass er nach vorne geht. Das ist nicht hoffen, aber. Es ist nicht unmöglich. Die Schrauben müssen auch noch raus. Und denk dran, der ist schwer. Wenn der kippt. Dann kippt der. Der fragt dich nicht. Schön. Genau. Deswegen hasse ich Kreuzschrauben. Nee, das Auto muss weiter runter. Das lasse ich jetzt auch weiter runter. Ja. Problem ist aber, du musst hier drüben gucken, dass hier nicht irgendwo dagegen knallt. Da sind aber noch 5 mm Luft. Mhm. Der muss dann eh weiter nach links. Im Prinzip musst du Stopp sagen, wenn die Teller knapp hier drunter sind. Ich sehe es nicht. Ich mache jetzt einfach langsam Stück für Stück. Du schreist, sobald er irgendwo dran knallen könnte. Ein rechts könnte irgendwo dran knallen. Wie weit? Sieht gut aus. Du musst halt Stopp sagen, wenn wir knapp drunter sind. Reicht. Ist viel zu weit. Schon zu weit, ne? Viel zu weit. Egal, wir schieben jetzt erstmal rein. Ich halte den Motor fest. Du gehst jetzt hier rüber. Mhm. Da ist deine Führung. Du musst hier vorne gucken. Deswegen ist er auch schon viel zu weit unten eigentlich, das Auto. Der sollte nicht irgendwo dran knallen. Nicht im Spiel. Warte, ich muss auch rutschen. Ah, ich hab keins mehr. Du musst halten, du musst wieder hoch. Nee. Du musst einfach nur den Motor halten. Hierher kommen und den richtig festhalten. Hier unten festhalten. Weil das Auto muss höher. Das ist viel zu tief. Das geht nicht. Scheibe ans Fahrzeug.
sind schon in der Strebe da unten. Wo? Da an dem blauen. An der blauen? Ja. Sitzen wir schon auf? Wir rammen nee, mit dem Holzbock dran. Achso, das macht nicht. Die sitzt dahinter. Das ist ja mal geil. Ist nur an dem Holz hier. Das Getriebe wird aufliegen. Ja, testen. Ja, ich fahre jetzt das Auto hoch, wenn ich die Schraube einfädeln kann. Ich versuche jetzt auch gleich die Schraube einzufädeln. Kiste nicht rein, das Loch passt nicht. Das ist der Sprit, Spritleitung. Mhm. Immer noch nach vorne kippen. Ne? Mhm. Da ist noch Luft. Da ist noch Luft, Junge! Ich mach jetzt hier vorne ab, dann Querträger drunter und dann ist fertig. Und der Fächer kommen? Ja, den machen wir dann dran in der. Motor nicht mehr rausfallen kann. Das Motorlager vorne ist nicht gekürzt. Das ist das Originale. Gerade so dran gemacht. Du kannst hier drüben mit einer Hand den Träger ein bisschen halten. Nur ein bisschen hoch rein. Erstmal nicht so schlimm. Hier? Ist die Schraube? Hast du das Loch vorne in der Mitte? Dann was? Das hier. So fast. So fast? Ja. Die Schraube liegt da hinten. Boah. Ja, so fast, so ne? fast, ja. So fast gar nicht. Das kannst du so nicht sagen. Weil so fast der scheiß Motorträger, der Motorrader völlig verbogen ist. Mhm. Okay, so kann man es machen. Die Schraube ist einfach zu kurz. Die Schraube ist zu kurz. Das ist ja hier drin. Jetzt genau passt oder nicht. Ist erstmal nicht so schlimm. Anfädeln lassen muss es sich. Das wäre schon mal was. Das macht sie. Zwar nicht so richtig, aber es ist so egal. So, jetzt schrauben wir den Träger fest und dann machen wir Fächerkrümmer dran. Mhm. Jetzt würde ich das Auto hochfahren, dann kommt ja der Motor hoch, können wir den Wagen rausziehen. Der Fächerkrümmer hängt da gut rum. Mhm. Das wird
nicht. Warum Gewicht auf der Hinterachse? Da haben wir einen Motor drin. Gewicht. Also Motor ist eingebaut, total easy wie immer. Easy. So, bevor ich jetzt hier weitermache, messe ich aber erstmal. Nur die Frage ist, wo ist der Zollstock? Nehmen wir den Zollstock. Oh, der Motor. Motor ist genauso schief wie vorher. Das heißt, ich habe es gleich gekürzt. Also der Motor steht immer etwas schräg im Motorraum, das ist normal. Theoretisch müsste ich jetzt von der Spritzwand zu der Kante 41,5 haben. Ich habe jetzt 39. Ich gehe am Jetter noch mal messen. Ist gut nach hinten gekommen. So, also beim Jetter VR6 ist die Kante von hier oben gemessen bei ca. 42,5. Bei mir ist die jetzt bei 40. Das heißt, dadurch, dass die Motorlager hinten kürzer sind, dass vorne original geblieben ist, ist der Motor ein Stück nach hinten gekippt. Der Schwerpunkt ist von hier oben gesehen 2 cm nach hinten gerutscht. Hinten ist der Schwerpunkt ungefähr 2 cm runtergegangen. Und der Vorteil, warum ich das eigentlich mache, ist, dass ich hier vorne einfach mehr Platz habe zum Kühler. Weil es einfach immer extrem knapp ist. Jetzt ist halt nur die Frage, ob es mit dem Fächerkrümmer klappt, weil wenn der Motor sich weiter nach hinten kippt, geht logischerweise das Fächerkrümmerende weiter runter zur Servolenkung. Um das jetzt hier mal detailliert und genau zu beschreiben. Fachgerecht. Die Frage ist nur, passt der Fächerkrümmer, weil es sieht nicht so aus. Warum? Weil es ein TA Technics ist. You. Haben die den drauf getroschen? Oh ja. Klang schon wieder nach Metall. Nach. Es wird alles zerkratzt. Passt der unten wenigstens? Warum passt der nicht? Das ist nicht euer Ernst. Cut! Fehl! Offline, Video Ende, Storno.